Ich meine, was hast du gesagt? Im Titel steht, wir haben den Namen. Ja. Willst du ihn uns verraten? Der Name von unserem Sohn ist... Let's go! Ich weiß, du bist professionelle Kamerafrau, aber ich habe eine Frage. Wie sind wir auf den Namen... Let's go! ...gekommen? Einfach so? Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir fangen die Woche an mit Spielplatz. Macht Spaß, Imani? Ja. Macht Spaß? Ja. Willst du rutschen? No. Oh no, Imani! Wow. Hilfe! Anna! Oh no, Baba! Oh, sie ist dir helfen gekommen. Oh, wie süß war das? Imani, hilf mir! Wo ist sie? Wo ist sie? Auf den Kopf! Wo, oh, Imani, hilf mir! Hilf mir! Ey, Imani, du hast mich gerettet. Dankeschön. Alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Bei mir alles gut. Bei dir? Ja, und bei dir? Bei mir alles gut. Und bei dir? Da, da, da! Wohin? Wohin geht sie? Hörst du, was sie singt? Oh, Baba Jinda. Ey Leute, beim letzten Spiel habt ihr das gesungen und das war ein Spiel mit den Profis. Ihr habt mir viel Kraft gegeben und dann habe ich sogar ein Freischusstor gemacht. Und dann habe ich ein Torjubel gemacht. Dieser Torjubel stand für Frieden, weil das ist das Wichtigste. Wir wünschen uns Frieden für die Welt, kein Krieg. Hallo, schönen guten Tag. Was ihr nicht wusstet, ich bin auch Chiropraktikerin. Das heißt, ich kann Rücken knacken. Das ist mein Patient. What's going on here? Legen Sie sich bitte auf die Liege. Gut. Oh no! Entspannen Sie sich einmal. Tief einatmen, ausatmen. Ah, du hast meinen Arm fast gebrochen. Jetzt muss ich mir kurz den Rücken anschauen. Oh, ich sehe, der Wirbel steht nicht richtig. Luisa, was für Wirbel? Trinke Kakao. Du trinkst Kakao? Ja. Kann ich auch ein bisschen trinken? Ja. Lecker. Lecker Orangensaft. Nein, der Kakao. Ja, war doch Spaß. Ich weiß auch, dass das Kakao ist. Mama auch. Oh, danke schön. Danke für den letzten Schluck. Noch mehr Kakao. Ich habe keine Milch mehr. Nein. Ich habe den letzten Schluck ausgetrunken. Warum? Ich dachte, ich darf den letzten Schluck trinken. Nein. Haben wir gar keine Milch mehr? Würdest du auch Kakao mit Wasser trinken? Nein. Milch. Hallo Leute. Hallo Leute. Wir fahren jetzt zu Nadas Training und gucken, was er so macht. Ja. Baba, go. Baba, go. Oh, Baba, die da. Schieß ein Tor für Imani. Leute, wisst ihr, wer in ein paar Tagen Geburtstag hat? Ja. Wer denn? Imani. Imani. Wie alt wirst du? Bye. Ich kann es einfach nicht glauben, dass sie Geburtstag hat, Leute. Die Zeit rennt. Sie fliegt, sie vergeht so schnell. Einfach zwei. Meine kleine Imani wird zwei. Weißt du eigentlich, wie alt Mama ist? Ja. Wie alt bin ich? Zwei. Ich bin auch zwei? Ja. Nein, ich bin nicht zwei. Ich bin 23. Leute, dieses Jahr werde ich einfach 24. Und mit 24 werde ich mein zweites Kind haben. Ja. Ja, ich kann selber nicht glauben, Imani. Imani, was wünschst du dir zum Geburtstag? Olaf. Olaf? Richtig beeilen. Leute, wir sind gleich bei Baba. Let's go. Oh, Baba ist da. Leute, das ist alles abgesperrt. Man kann Nada nicht sehen. Oh no! Nada trainiert bei den Profis, Leute, und das ist hier alles abgesperrt. Man kann leider nichts sehen, Imani. Oh no! Was sollen wir jetzt machen? Gucken. Gucken, aber wir können nicht gucken, man sieht nichts. Da, man sieht ein bisschen, Leute, was. Guckt.
No. Baba, komm! Baba, komm! Imani, das ist hier eine ernste Sache. Baba ist bei den Profis. Oh, no. Siehst du Baba? Ah. Ich sehe ihn irgendwie nicht. Da, da ist Baba. Da, Imani, da. Okay, Leute, wir lassen Nada in Ruhe. Er soll sich aufs Training fokussieren und gut trainieren. Wir sehen ihn später, oder, Imani? Ja, dich. Bis später. Hey, hey du, wohin gehst du? Fahrrad fahren? Kannst du das mittlerweile schon ein bisschen besser? Papa, ich will die Tür auf. Ich soll die Tür aufmachen? Danke. Komm, Imani will uns zeigen, wie gut sie Fahrrad fahren kann. Imani, wir haben Nachbarn. Schrei nicht. Kannst du wirklich gut fahren? Ja. Schwör mal auf Big Mac. Werden wir gleich sehen. Luisa, sie braucht einen Helm. Bring ich. Imani, so darfst du aber nicht fahren. Wenn du schneller unterwegs bist, brauchst du jetzt einen Helm. Wo ist dein Helm? Keine Ahnung. Here we go! Jetzt bist du bereit. Ah, ei! A, E, I, O, U, du gehörst doch mit dazu. Komm und sei dabei, fühl dich heute frei. Können wir jetzt bitte losgehen? Ja. Und du bist dir sicher, du kannst das richtig gut? Ja. Auf die Plätze, fertig, los! Sehr gut, Imani. What are you doing? What's going on here? Ich schwöre, das macht sie voll gut. Hätte ich nicht gedacht. Imani, das machst du krass. Überleg mal, sie ist erst ein Jahr alt und kann das. Nein, sie wird am Sonntag 2. Am Sonntag? Sag mir nicht, du hast kein Geschenk. Hast du eins? Ja. Luisa, ich hab kein Geschenk. Was können wir ihr schenken? Was macht sie dann, Nader? Imani, was machst du? Ich meine, hier fährt man kein Fahrrad. Hier machen nur die Hunde Kaka. Willst du, dass Hunde Kaka auf dein Fahrrad kommt? No. Genau, deshalb fahren wir auf der Fahrradstraße. Ja. Sehr gut, weiter. 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 Wer ist erster? Ich meine. Ich. Ich muss wirklich sagen, sie kann das krass. Ich meine, das kannst du sehr gut. Gib Check. Imani, komm, wir müssen los. No. Imani, kann ich deine Schuhe heute anziehen? No. Imani, bitte lass mich deine Schuhe heute anziehen. Okay, ich ziehe deine Schuhe nicht an. Aber kannst du mir eine Sache verraten? Wie heißt dein Bruder? Jedi. Leute, sie hat es euch gesagt. Wir hatten viele Namen zur Auswahl. Was hatten wir für Namen zur Auswahl? Jakob, Gabim, Ojab. Was hatten wir noch zur Auswahl? Aber wofür haben wir uns am Ende entschieden? Nidal. Genau, Nidal. N-I-D-A-L. Nidal. Gib mir deine Hand. Nidal. Let's go, Luisa. Let's go, Nader. Let's go, Nidal. Nidal, Nidal. Imani, was willst du? Ich hast du Geld? Wo ist dein Geld? Hause. Nein, Baba hat Geld. Wenn du mir sagst, wie viel Geld das ist, kriegst du diesen Schein. Wie viel ist das? 1, 2, 3? Das ist nicht 1, 2, 3. Das sind 10 Euro. Ja, 10 Euro. Und wie viele Kikis kann man damit kaufen? Nur eine. Nicht nur eine. Du kannst hier ein paar Stück damit kaufen. Du kannst eine für dich kaufen und auch eine für Mila. Mila, no. Für Mila willst du nicht kaufen? Welche Farbe? Grün oder rosa? Oh ja. Aber du hast doch schon Olaf. Such dir einen aus. Such dir einen aus? Ja. Willst du das? Imani, weil wir korrekt sind, wir holen eine für dich und eine für Mila, okay? Baba, komm. Baba, wie kamen wir eigentlich auf den Namen? Warte, Athene Bossi? Wir kamen auf den Namen in Spanien. Kannst du dich erinnern? Ja. Yeah. Da haben wir so geredet, was, wenn wir mal einen Jungen bekommen, wie werden wir ihn nennen? Und da haben wir ein paar Namen gehabt. Und der Name hat uns voll gefallen. Und jetzt haben wir so lange überlegt, ob es doch ein anderer Name ist, aber der gefällt uns am meisten. Der Name ist perfekt, Leute. Ja, ich finde es okay. Luisa, geht's nicht gut? Mama muss kotzen. Die Schwangerschaft? Auf einmal, ich weiß nicht warum. Nidal macht Stress, ja?
Ist doch voll komisch, seinen Namen zu sagen. Nidal. Weil er noch nicht da ist, so. Ich weiß nicht, bei dem Namen war das so einfach für mich, Nidal. Wie war es bei Imani? Bei Imani war es schwer am Anfang, mich an den Namen zu gewöhnen. Um mir das auch so vorzustellen, dass sie Imani heißen wird. Weißt du, was krass bei Imani ist? Der Name passt perfekt zu ihr und sie hat den Namen so Charakter gegeben, weißt du? Bei ihr, sie kann nur Imani heißen. Ey, könnt ihr euch vorstellen, dass Imani irgendwie anders heißt? Nein. Würdest du nicht Imani heißen? Wie würdest du dann heißen? Vielleicht Olaf. Nicht vielleicht Olaf. Was soll ich Imani schenken? Siehst du hier irgendwas Gutes? Ja, Imani wünscht sich auf jeden Fall Olaf, Anna und Elsa. Ich finde das am besten, Luisa. Hier ist jeder dabei. Let it go, let it go. Elsa, Anna, wie heißt er? Christoph? Olaf? Mila, hast du schon ein Geschenk für Imani? Ja, Seifenblasen, Stressball. Und Stressball? Ja, damit kann sie Stress abbauen. Das Mädchen wird 2, was für Stress? Ja, aber schon mit 2 hat man viel Stress. Oder hol ihr einen Schminktisch. Ein Schminktisch? Luisa, sie ist 2. Schminkt sie sich? Ja. Voller Krise. Wir gehen jetzt einen Fußballschuh besorgen und dort wird der Name von unserem Sohn eingraviert. Haben wir uns jetzt safe entschieden? Ja, Nidal ist ein sehr schöner Name. Guck mal, Imani. Weißt du, was hier steht? Nidal. Genau, Nidal. Wenn er gestorben ist, leben wir noch heute. Er hat eingeschlafen.